Herzlich willkommen zum Asklepios Informationstag. Antibiotika gelten als das Mittel der Wahl zur Bekämpfung von Infektionskrankheiten. Wenn sie aber zu häufig verordnet werden, dann werden die Keime dagegen immer resistenter. Und im schlimmsten Fall, bei multiresistenten Keimen, hilft dann überhaupt keine Therapie mehr dagegen. Die Europäische Union weist jedes Jahr in einem Antibiotikatag auf das Problem hin, und das ist auch für Asklepios ein wichtiger Termin. Bei mir sitzt Dr. Susanne Haggert. Sie ist ärztliche Leiterin von Medilis. Das ist das Großlabor für die Asklepios-Kliniken rund um Hamburg und darüber hinaus. Und Frau Dr. Haggert ist vor allem für die Hygiene in den Häusern zuständig. Schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Sagen Sie uns, was genau heißt das, Antibiotikaresistenz? Wenn eine Antibiotikaresistenz vorliegt, dann wirkt das Antibiotikum, was ich dem Patienten gerade gegeben habe, nicht mehr gegen die Infektion, die er zurzeit hat. Und wie entsteht das? Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, die Sie schon angesprochen haben, wenn immer wieder Antibiotika gegeben werden, dann entwickeln die Bakterien, die sehr intelligent sind, neue Mechanismen, um ein Antibiotikum unwirksam zu machen. Und das ist eine Gefahr, vor der wir stehen, sodass immer weniger Antibiotika zur Verfügung stehen. Die denn nachher noch helfen könnten. So ist es. Nun hat es ja früher so eine Antibiotikaresistenz gar nicht gegeben. Wo kommen denn die ganzen Mittel eigentlich her? Die Antibiotika sind in den vergangenen Jahren viele Antibiotika neu entwickelt worden, weil immer mehr resistente Bakterien entstanden sind. Die Bakterien schaffen es aus, sie können immer wieder Instrumente entwickeln, dass die Antibiotika nicht wirken. Und je mehr Antibiotika wir haben, umso mehr Resistenzen haben wir auch. Das können wir zeigen, dass es parallel geht, diese Entwicklung. Und insofern ist es wichtig, dass wir die Antibiotika, die wir verordnen, nach bestimmten Kriterien verordnen. Ja, genau. Wenn man zum Arzt geht und man hat eine Erkältung oder eine Grippe, man ist ja Laie und weiß es gar nicht so genau, dann sagen ja viele, Antibiotika helfen und ich muss bald wieder arbeiten gehen, geben Sie mir die Tabletten. Ist das so eine Ursache für diese wachsenden Resistenzen? Das ist eine ganz wichtige Ursache. Wenn ich Fieber habe, eine Erkältungskrankheit, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, dann ist das sehr häufig durch einen Virusinfekt bedingt. Und dann sollte ich auf den Arzt hören, wenn er mir sagt, lieber jetzt ins Bett legen, heißen Tee trinken, andere Mittel, aber nicht ein Antibiotikum jetzt nehmen. Mit Wahrscheinlichkeit liegt ein Virusinfekt vor. Gegen den das gar nicht hilft dann, ne? Das hilft nicht, sondern man bekommt nur Nachteile, wenn man das Antibiotikum zu sich nimmt. Ja, setzen sich die Ärzte da immer richtig durch? Das ist schwierig, denn das ist ja zeitaufwendig, und wenn ein Patient zum Arzt geht mit der Vorstellung, ich will unbedingt ein Antibiotikum jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass es mir hilft und weil ich auch eine sehr enge Zeitschiene habe. Ich kann es mir nicht leisten, 2 Tage nicht im Dienst zu sein zum Beispiel. Dann glaube ich vielleicht, dass durch das Antibiotikum eine Hilfe möglich ist. Das ist aber nicht richtig. Und die Frage ist, das ist zeitaufwendig, das dem Patienten zu erklären. Und wenn der Patient seinem Arzt vermittelt, wenn ich das jetzt nicht von Ihnen bekomme, dann werde ich das bei Ihrem Kollegen erhalten. Das ist natürlich schwierig für den Arzt dann auch konsequent zu sagen, das hilft nichts. Eine Möglichkeit ist, dass man zum Beispiel sagt, wenn sich die Situation verschlechtert und auf einen Virusinfekt vielleicht noch eine bakterielle Infektion dazukommt und heute Nacht zum Beispiel das Fieber deutlich steigt. Ich gebe Ihnen was mit, aber Sie nehmen es erstmal nicht. Das wäre eine Alternative, die sich auch gerade für Kinder anbietet, wo wir ja auch nicht alle Antibiotika einsetzen können, die wir zur Verfügung haben, und das, was wir haben, ja möglichst erhalten wollen als wirksame Substanzen. Ja, Sie schauen ja sehr in die Zukunft dabei. Also man selbst denkt an sich und an die nächsten Tage, aber in Wirklichkeit ist die Gefahr, die von multiresistenten Erregern ausgeht, ja ziemlich groß. Sind wir denn da, nach salopp gesagt, eigentlich in den Weg zurück, wo also Krankheiten tödlich sein konnten? Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat schon bereits die postantibiotische Ära vorhergesagt. Das heißt, das ist die Phase, wo Antibiotika
nicht mehr helfen können bei bestimmten Infektionen und wo ich mit einer Lungenentzündung kein wirksames Präparat mehr habe. Und das ist natürlich lebensgefährlich. Wir wollen versuchen, dass diese Situation nicht eintritt und man kann schon einiges tun. Gibt es denn da bestimmte Krankheiten, die man dadurch schon nicht mehr bekämpfen kann? Also sehr häufige, meinetwegen Bronchitis, gegen die schon keine Antibiotika mehr wirksam sind? Oder? Das ist immer die Frage, welcher Erreger liegt vor und welche Bakterien liegen vor und welche Instrumente haben diese Bakterien entwickelt gegen die zur Verfügung stehenden Antibiotika. Und danach entscheidet sich das. Ja, Asklepios ist ja nun ein Klinikkonzern, das heißt, wir haben es hier mit Kliniken zu tun. Werden eigentlich in Kliniken genauso häufig Antibiotika verschrieben wie bei niedergelassenen Ärzten? Wir wissen aus den Untersuchungen, die das Bundesgesundheitsministerium zur Verfügung stellt, dem sogenannten Germab-Atlas, dass 85% der Antibiotika in Deutschland im niedergelassenen Bereich verordnet werden und 15% in den Kliniken. Was wir bei Asklepios machen und ganz speziell in unserem Labor bei Medilis in der Bakteriologie, dass wir über einen langen Zeitraum die Erreger und ihre Empfindlichkeit verfolgen können. Und wir wissen, wie verändern sich die einzelnen Bakterien, welche Resistenzen haben sich entwickelt. Und das diskutieren wir ganz intensiv mit den Kollegen und besprechen dann eben auch die Behandlungsmöglichkeiten in Bezug auf Antibiotika, wenn schwere Infektionen vorliegen sollten. Ja, das Erstaunliche ist ja, dass viel weniger Antibiotika in Krankenhäusern verordnet werden als bei niedergelassenen Ärzten. Aber dass dieses Thema multiresistente Keime gerade in Verbindung mit Krankenhäusern häufig durch die Presse geht. Und dass viele Menschen deshalb auch Angst haben, daran in einem Krankenhaus unheilbar ja eigentlich zu erkranken. Wie oft begegnen Ihnen denn Patienten, die schon multiresistente Keime haben oder wie erfasst man das? Das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Wir haben nach dem Risiko, wie die Kommission am Robert-Koch-Institut, die sogenannte KRINKO, die sich halt mit der Infektionsprävention beschäftigt, das auch vorgegeben hat, sowohl für multiresistente Staphylokokken, die sogenannten MRSA, haben wir einen Risikoscore, nachdem jeder Patient, der kommt, wird danach abgefragt. Und wenn er ein Risikopatient ist, wird eine Abstrichuntersuchung gemacht, sodass wir feststellen können, liegt der Erreger vor oder nicht. Und genauso die Gram-Negativen, die sogenannten überwiegend im Darm befindlichen Keime, dafür gibt es auch Risikobewertungen, das haben wir festgelegt und bei jedem Patienten wird es geprüft und wir können feststellen, dass über 80% der Patienten die Erreger mit in die Klinik bringen, die wir als sogenannte multiresistente Keime identifizieren. Und in der Regel haben diese Patienten diese Keime ausschließlich auf der Haut oder auf der Schleimhaut. Das heißt, es liegen keine Infektionen vor. Und an dieser Stelle greift die Hygiene ein, indem wir nämlich vermeiden, dass dieser Erreger auf andere Patienten oder das Personal übertragen wird. Da gibt es bestimmte Maßnahmen, die sogenannten Hygienemaßnahmen, die verhindern sollen, dass ein Erreger übertragen wird. Und wie sehen die aus? Wie sehen die aus, diese Maßnahmen? Wie stelle ich mir das vor? Die häufigste Maßnahme ist die Händedesinfektion. Ja. Da kann bereits der Patient anfangen, wenn er ins Krankenhaus kommt oder die Besucher und Angehörigen, dass sie beim Betreten des Krankenhauses sich die Hände desinfizieren. Mhm. Beim medizinischen Personal ist es so, dass es festgelegt wird, wenn Patientenkontakt da ist, bei einer Untersuchung oder speziell natürlich auch bei medizinischen Eingriffen, das geht dann schon mit einer Spritze los, dass eine Händedesinfektion durchgeführt wird, dass Handschuhe getragen werden. Wenn wir einen Patienten vor uns haben, der mit einem bestimmten Erreger besiedelt ist, dann können auch noch andere Schutzmaßnahmen erforderlich sein. Welche wären das dann? Das kann sein, dass man sich einen Kittel anzieht von Seiten des Personals. Das kann auch sein, dass bestimmte Barrieremaßnahmen zwischen zwei Patienten durchgeführt werden. Das heißt, dass das Personal sich umzieht mit einem Kittel,
wenn es zwei Patienten pflegt. Und natürlich auch, dass ein Patient in einem Zimmer allein versorgt wird, und um das Risiko noch weiter zu reduzieren, dass ein Erreger übertragen wird. Muss ich denn dann Angst haben, wenn ich in einem Krankenhaus bin, als Patient oder als Besucher, dass mich so ein multiresistenter Keim anfliegt? Oder gibt es eine bestimmte Art der Verbreitung, weil man genau weiß, welche schon multiresistent sind? Die Übertragung von Erregern ist unterschiedlich. Das wissen wir für jeden Erreger ganz genau. Das heißt, es gibt Erreger, die werden über die Atemwege übertragen, also durch Tröpfchen zum Beispiel. Wenn wir jetzt haben wir die Jahreszeit im Herbst, jetzt geht es langsam mit Erkältungskrankheiten los und natürlich auch das Thema Influenza ist ein wichtiges Thema. Da ist natürlich die Übertragung durch das Sprechen, durch kleinste Tröpfchen möglich. Und da begegnen wir dem Risiko mit einem Mund-Nasen-Schutz zum Beispiel. Und je nachdem, um welchen Erreger es sich handelt, wenn es ein Darmkeim ist, dann sind wir mit Händedesinfektion, Handschuhen und bei der Patientenpflege auch mit einem Kittel richtig versorgt. Wie stellen Sie sicher, dass sich die Kollegen auch daran halten? Gibt es da so eine Checkliste, die man da einhalten muss? Ja, es gibt ein ausführliches Hygienemanagement. Da ist das sehr detailliert beschrieben, wie man sich für jeden einzelnen Erreger verhält. Die Hygienefachkräfte und die Hygieniker in den Häusern schulen das. Und bei Asklepios gibt es auch hygienebeauftragte Pflegekräfte und hygienebeauftragte Ärzte, wie auch natürlich in anderen Kliniken, die die Aufgabe wahrnehmen, in ihrem bestimmten Bereich das zu überprüfen. Durch Schulungsmaßnahmen wird es immer wieder deutlich gemacht, sodass es dem Mitarbeiter bewusst ist, was richtig ist. Ja, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wie sich multiresistente Keime oder resistente Keime überhaupt weiter verbreiten können. Also Patienten gegeneinander schützen, das Personal manchmal sichern, auch gegen die Patienten. Es gibt ja aber auch noch das Problem, dass Keime ja erst resistenter werden. Wie verfährt Asklepios damit, dass das nicht weiter passiert? Ja, wir haben einen langen Verlauf über die Entwicklung der Resistenzen bei verschiedenen Bakterien. Wir verfolgen das regelmäßig weiter. Diese Information wird den Kliniken regelmäßig auch zur Verfügung gestellt, in Hygienekommissionssitzungen oder auch in Schulungen von Abteilungen. Abteilungen, in denen häufig Antibiotika erforderlich sind, sind ja zum Beispiel Intensivabteilungen, sodass das dort auch ganz speziell zur Verfügung gestellt wird. Arzneimittelkommissionen, die Zusammenarbeit mit der Apotheke in diesem Zusammenhang ist natürlich sehr eng. Und wir beraten unsere klinisch tätigen Kollegen bei der Auswahl der Antibiotika. Wir haben zum Beispiel eine Antibiotika-Fibel, die eine Richtlinie gibt, bei welchen Infektionen welches Antibiotikum das Mittel der Wahl ist und welche Alternativen wir haben. Und ich als Patient oder als Mensch für mich, was kann ich tun, damit dieses Problem der resistenten Keime nicht noch größer wird? Was empfehlen Sie? Das eine sind Hygienemaßnahmen, dass ich also vermeide, mir einen Erreger einzufangen. Dazu gehört als Basishygienemaßnahme die Händedesinfektion, die ich auch als Patient tun dürfte, sollte. Ja, und zu Hause wäre das Händewaschen dann? Das reicht aus. Wenn ich unterwegs war, wenn ich Bahn gefahren bin, jetzt in dieser Jahreszeit mit den Erkältungskrankheiten, dann ist das gründliche Händewaschen ausreichend. Mhm. Im medizinischen Bereich ist es immer die Händedesinfektion. Und die Einnahme von Antibiotika, das sollte ich immer mit dem Arzt meines Vertrauens besprechen. Und wenn derjenige dann Hinweise dafür gibt, dass er sagt, lieber heute noch nicht das Antibiotikum, lieber gucken, ob wir das ohne Antibiotika schaffen, dann ist das sicherlich der richtige Weg. Das heißt also, den Arzt um ein offenes Wort bitten. So ist es. Ja. Vielen Dank für diese Informationen, Frau Dr. Hackert. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/Nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund.